Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way of the Samurai 3. Und ja, ich habe mich gerade nochmal dazu entschieden, dass wir eventuell doch nochmal hier zu dem Typen hier hingehen, denn ich möchte ja unbedingt mal das lernen hier, wie man mit diesen Tritten hier umgeht, also damit man den anderen so krass treten kann. Genau. Ich würde gerne mit dir kämpfen. Nee, erzähl mir eine Geschichte. Nee, lehre mir die Grundlagen. Okay. Mal gucken, vielleicht war da was. Okay, das war mal das Falsche. Das müsst ihr jetzt anhören. Über die Grundlagen. Also über das Bewegen, über Tritte. Wenn du E drückst, während du gedrückt hast, kannst du treten. Dann kann ich geblockt werden. Ja, ich verstehe das nicht. Wenn du E drückst, während du gedrückt hältst. Okay, wenn ich E drücke. Verstehen Sie nicht davon. Ja, okay, ich verstehe da absolut den Sinn davon nicht. Ich glaube, das haben wir sogar letztes Mal schon probiert. Wie gesagt, Way of the Samurai 3 macht mir im Moment tatsächlich nicht so sehr viel Spaß. Wie gesagt, das kann man nicht falsch verstehen. Oder darf man nicht falsch verstehen. Ich habe schon immer wieder Spaß an dem Spiel. Doch mir fehlt im Moment so der Sinn dahinter. Oder einfach, damit man ein bisschen mehr von dem Spiel allgemein einfach... Mir fehlt irgendwie so eine Hauptquest-Reihe, wo man einfach wirklich ein bisschen rumgeführt wird. Wo einem ein bisschen gesagt wird, was man zu tun hat. Wir haben halt immer wieder das Neue und es ist immer wieder dasselbe. Das ist halt so eine traurige Sache, aber... Ja, können wir jetzt gerade nichts ändern dran. Wie gesagt, mal gucken, wie viel Geld wir haben gerade. Da wären wir sogar schon richtig gewesen. Im Held, wir haben 387 Yen. Also ich wäre der Meinung, wir könnten eigentlich mal in ein anderes Dorf gehen. Und zwar ein ganz anderes. Und zwar hätte ich mir gedacht, wir können eventuell mal auf der Weltkarte gucken und gehen einfach zum Schloss Minore. Weil wir dort noch nie waren, glaube ich. Und wir gucken einfach mal, was da so abgeht. Ob die Leute uns da willkommen heißen oder wie auch immer. Okay, da kann man wieder zurückgehen und hier geht es dann auch zum Schloss Moroni? Keine Ahnung. Es geht hier hoch. Ach, okay, da ist das Schloss. Okay. Ist logisch. Krass, was das hier für Pfähle hat und so. Okay, ist auch so ein Typ. Hier kann man nach Kuchiyagahara. Okay, hier kann man nicht rein. Und hier ist anscheinend auch Sackgasse. Das heißt, hier oben sind wir wirklich umsonst entlang gelaufen. Ich hoffe, wir haben jetzt gerade keinen Sauer gemacht. Aber okay, leider funktioniert das hier schon mal nicht. Da haben wir nicht so viel zu tun. Wir könnten aber eventuell mal hier auf die Gebietskarte gucken. Da sind nämlich Schlüsselpersonen. Da müssen wir aber einmal nach ganz unten und dann bei dieser Brücke nach rechts laufen. Okay, dann machen wir das mal. Aber suchen wir mal zu diesen Schlüsselpersonen hinzukommen. Bei dieser Brücke jetzt nach rechts, wurde gesagt. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier entlang.
Mal gucken, wie wir langkommen. Alter, was war das für eine Musik? Alter, hier geht's ja ab. Okay, ich hoffe, wir können einfach mal so rein. Oh ja? Wachhauptmann. Du siehst verdächtig aus. Was willst du vom Oakwakan? Ihr könntet mich gebrauchen. Was ist denn der Oakwakan? Was? Sehr gekommen, ohne zu wissen, wer wir sind. Wir sind ehrenwerte Samurai und treue Untergebene des Hauses der Sakurai, der einst von Schutzinfirme gestürzt wurde. Wir wollen Schutzinfirme die Kontrolle über Amana einreißen, um das Haus der Sakurai wieder aufzubauen. Ihr könnt mich brauchen. Ja, genau. Ich sehe schon, du bist ein arbeitsloser Ronin auf der Suche nach einem Lebensgeld. Habe ich recht? Wenn du talentiert genug bist, heißen wir dich hier willkommen. Lass mich dich mal ansehen. Ich bin jetzt gerade gar nicht drauf eingestellt, jetzt gleich hier loszuklicken, aber okay. Okay, ist gerade mega angespannt, die ganze Zeit zu klicken. Okay. Why are you making fools of yourselves? Das reicht, halt auf, euch lächerlich zu machen. Kelle könnt ihr nicht besiegen. How dare you? That sword he wears has seen many battles. You guys are all bark and no bite. Watch your mouth. I'm just telling the truth. You idiots better keep your mouth shut. And what about you? You don't seem like the type to fight without purpose. That said, I still don't trust you. Anyway, it's clear you like to fight. You'll probably feel right at home here. If you want to join us, then you'd best introduce yourself to Genjuro Matsusaki. Okay. Leute, jetzt wird das schon ein bisschen anders. Wir sollen uns zu irgendeiner Mitsusokari die irgendwas vorstellen. Oh, I'm glad you came. Dass du gekommen bist. Starting today, you are a member of Oka Clan. We've got some strange fellows here, but for the most part, we follow a policy of enjoying life freely. So feel free to do as you please. Well, as long as you're within my side. Oh my god, was geht mit ihm ab? I'm Yuma Umemiya. It looks like we've got another true samurai amongst us. Glad to have you. Welcome. Help us defeat Shuzen Fujimori and restore the cherry blossoms to the land. I am Itsuze Rindo. I am here to take down Shuzen Fujimori. Now, if you do not mind, I'll determine the extent of your abilities. In any case, we are here to fight. We want to overthrow Shuzen Fujimori. Let us combine our strengths and fight together. Okay, Leute, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich in einem Clan. Hm. Die Frage ist nur, was wir jetzt tun sollen. Ich glaube, wir gehen erstmal zu ihr hin. Itsuse, sprich nicht mit an, wenn wir nichts zu bereden haben. Ich bin hier, um Schutzen zu töten. Was anderes werde ich nicht tun und interessiert mich auch nicht. Verstanden? Schon gut, richtig, ab, dann verschwinde. Jo, Alter, die geht erstmal richtig ab. Okay. Eka?
Ich kämpfe, um Schutz zu besiegen und einmal wieder unter die Herrschaft des Hauses von einem Sakurai zu bringen. Du siehst aus, als könntest du nützlich sein. Würdest du mit deiner Kraft dem Oakwa-Clan aushelfen? Ja, natürlich. Mann. Okay, du. Ich bin ein Krieger der Oka, Erhalter der Ideale des Hauses der Sakurai. Deine Kleine ist da, bin ich sehr hilfreich. Lass uns gemeinsam für dieses Ziel kämpfen. Ja, das hoffe ich. Ja gut, Leute, jetzt sind wir hier und ich weiß nicht mal wirklich wo. Okay, ja, wir wollten ja zu den Schlüsselpersonen mal gucken, oder waren das jetzt schon die Schlüsselpersonen? Tatsächlich, das sind unsere drei Schlüsselpersonen, doch wir haben einen Auftrag, der ist links irgendwo von uns. Ich glaube, da müssen wir hoch. Ah, tatsächlich, Tsunei. Hey Bruder, ich bin Tsunei, der Anführer des Oka-Clans. Talentierte Samurai sind hier immer willkommen. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Schön, dich zu sehen. Lass uns das Haus der Sakurai wieder aufbauen. Ich arbeite besser als diese halbnackten Kerle, okay. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Fühle dich ganz wie zu Hause. Um dir das Vertrauen des Oka-Clans zu verdienen, solltest du für uns arbeiten. Ich bin derjenige, der die Aufgaben für den Oka-Clan organisiert. Wenn du Arbeit suchst, dann kannst du mich jederzeit ansprechen, Bruder. Ich hätte gerne eine Arbeit. Ja, natürlich. In Ordnung. Der Stolz des Oka-Clans. Beim bewachten Tor gibt es einen Kerl, der glaubt, er könnte mit uns spielen. Ich will, dass du ihm eine Abreibung verpasst, damit er sich nie wieder erlaubt, so unverschämt zu sein. Ja, das macht Spaß. Pass aber auch, dass er überlebt. Okay, ich soll aufpassen, dass er überlebt. Einen Unbewaffneten zu töten ist unehrenhaft. Solange er nicht das Zeitliche segnet, kannst du aber alles mit ihm machen, was du willst. Komm zu mir zurück, wenn die Angelegenheit erledigt ist. Dann gebe ich dir auch deinen Lohn. Okay. Wir müssen also irgendwo beim bewachten Tor. Sollen wir mal irgendjemanden zeigen, wo hier, ne? Was zu tun ist. Und dann nervt anscheinend jemand. Sind wir tatsächlich einfach mal so ein Clan-Mitglied geworden. Die einzige Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, erstmal, meint er eventuell dieses bewachte Tor hier? Ja, definitiv, okay. Da steht auch noch dieses Auftragszeichen. Lol, sieht das ganz anders aus. Hat sich das so krass verändert? Krass. Eitler Schnösel, du bist also der hier. Oh ja. Hä, Oka-Banditen. Über euch Kerle lache ich mich nochmal tot. Vorsicht, ich werde dich treten. Alter. Ich spiele mit dir so lange, wie du magst. Komm mal kurz her. Nein. Ja. Hatte ich wohl doch so große Aggressionen. Tut mir leid, Leute. Tut mir echt leid. Entschuldigung. Ich bin dann auch wieder weg. Okay. Es tut mir leid. Nee, Leute, das war echt mal so ein typischer Fail halt. Wie gesagt, Leute. Ich dachte, ich könnte ihm da schon so eine mitgeben, ne? Aber okay. Anscheinend war das zu aggressiv. Da konnten wir nichts machen. Okay, aber wir machen noch einen neuen Auftrag, würde ich sagen. Ich würde auch mal sagen, wir speichern hier nochmal ganz kurz ab. Das versteckte Banditen und ich bin ihr persönlicher Beaverspieler. Was kann ich für dich tun? Ich muss speichern. Okay, gut. Wir speichern jetzt mal. Speichern. Save 7. Zurück. Und dann passt es auch schon. Vielen Dank für Speichern, mein Freund. Oh, wie süß, was ist denn das? Finde ich süß, den Hund. Tomosuke. Ich war heute auf der Straße, habe aber keinen Raub zustande gesehen. Wenn man kein Geld verdient, bekommt man nichts zu essen. So ist es beim Oka-Clan. Morgen sieht schon wieder besser aus. Geschieht direkt. Ja.
Okay, ich weiß nicht, ob es gerade so nützlich ist, Leute auszurauben, aber ja gut, ne? Alter, die Treppen sind ja schon ordentlich zerfetzt. Alter, sind die riesig. Ja, okay, Leute, aber wir sind eigentlich irgendwo anders lang gegangen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Zu unserem Auftraggeber. Yuma, hier ist Yuma. Seit Shusan an der Macht ist, verfällt Amana immer mehr. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir die Flagge des Hauses der Sakurai wieder hissen. Das ist ein wahrer Krieger. Was dich ebenfalls zu einem großen Krieger macht. Es scheint, als hätten wir das gleiche Ziel. Was meinst du, willst du uns helfen? Ja, natürlich, habe ich ja schon gesagt, okay. Doch wie kommen wir erstmal hier bei der Gebietskarte zum nächsten Auftrag? Wir müssen nach rechts hinter uns irgendwo. Okay. Lol. Ja, geil. Rechts hinter uns hätten wir auch hochgehen können. Wir können hier ein bisschen baden gehen, das gefällt mir. Okay, da drüben ist er, oder? Ist er das? Oh man, wir hätten sogar fast hier hochkämpfen können. Wo ist er denn? Ich möchte wissen, wo du bist. Nein. Hä? Sind wir wirklich so viel gelaufen? Einmal ums Haus rum jetzt? Alter. Aber hier dürfte er echt gleich sein. Ich glaube sogar hier hoch ist. Ja doch, da ist er. Da ist er. Krass. Die Map, die kommt mir immer ein bisschen größer vor, als sie eigentlich ist. Ja, Fehlschlag, ja. Niemand gibt daran die Schuld. Es tut mir leid, ich habe zurzeit nichts für dich. Ich komme später wieder. Okay, und das Problem ist jetzt halt, wir müssen eigentlich jetzt schlafen, würde ich mal sagen. Das Problem ist, wir haben nicht wirklich eine Schlafmöglichkeit, außer wir gehen nach Dorf Takatane. Okay, das können wir ja ganz kurz machen. Sind wir auch schon in der Nähe hier. Wie gesagt, liebe Misae, ich habe jetzt spannendere Aufträge. Und ich bin einem Clan beigetreten. Da kann ich dir leider jetzt nicht mehr so tatkräftig unterstützen. Aber ich werde sicherlich noch die ein oder andere Quest für dich erledigen. Ne? Liebe Misae, das werden wir noch machen. Glaub mir. Aber ich muss ein bisschen Abwechslung für meine Zuschauer zeigen. Das muss dir auch bewusst sein. Okay. Dann jumpen wir auch schon ganz schnell wieder hier zurück. Leider müssen wir jetzt immer wieder dieses Stückchen laufen hier. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Finde ich sogar sehr schade, weil... Ja, das finde ich cool, wenn man sich so ein Bett bauen könnte oder so. Oder dann oder sich dann irgendwie so einen kleinen Raum mieten könnte für Geld oder so. Keine Ahnung. Es wären noch so ein paar kleine Extras halt. Aber gut. So, dann gehen wir hoch. Mittlerweile kennen wir ja schon fast das Ganze. Ach, hier hoch, genau, perfekt. Wenn du Arbeit suchst, dann kannst du mich jederzeit ansprechen. Ich hätte gerne eine Arbeit. In Ordnung. Der stolze Saugklanz bewacht. Kerl, der glaubt, er könnte mit uns spielen. Ah, okay. Ja, das macht Spaß. Okay, dann machen wir das nochmal. Solange nicht das zeitliche Segen ist. Okay, ich glaube, diesmal packen wir besser mal nur die Fäuste aus. Deswegen würde ich sagen, wollen wir überhaupt was machen? Wir gehen sofort mal ins Inventar rein. Bei getragener Waffen. Klicken dann hier drauf und dann mit bloßer Hand kämpfen. So, und ich glaube jetzt... Okay. Jetzt können wir unsere Samurai-Künste hier Künste auspacken. Und deswegen werden wir auch ganz schnell mal zur Karte gehen, zur Weltkarte und zum bewachten Tor. So, mal gucken, wie es hier weitergeht. Übrigens, Leute, ich kann nicht versprechen, dass die nächsten Wochen so, beziehungsweise die nächsten zwei Wochen so aktiv Folgen eben kommen können, weil eben es nicht so ganz einfach ist, daher eben das Pilestorm-Event ist und dieses Pilestorm-Event, das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Einziges, was ich halt wirklich sagen kann, was auch richtig gut ist für mich, ich habe jetzt zum Glück ab Montag circa kriege ich ein besseres Internet, das heißt, das Uploaden, das wird dann auf jeden Fall wieder viel schneller gehen.
Wir müssen jetzt nur rausfinden, wo dieser anscheinend eitle Schnösel ist. Damit wir dem mal eine ordentlich auf die Fresse geben können. Ey. Was ist denn jetzt los? Ich habe ja nichts getan, Alter. Was geht denn ab? Alter, jetzt will der ernsthaft kämpfen mit mir? Was geht denn mit ihm ab? Ja gut, dann kämpfen wir mit ihm. Wenn er irgendwie den Bock hat. Aber wisst ihr was? Dann müssen wir uns echt mal sowas holen. Wie diese Waffe ausrüsten. Mit der habe ich noch nie gekämpft. Also, ich würde sagen. Und jetzt kommt es der da was in den Höhe hebt. Okay, ich dachte, das ging ein bisschen einfacher. Aber okay, es sieht trotzdem ganz gut aus für uns. Ja, soll er mal draufkloppen, der Vollidiot. Oh, ich habe ein bisschen zu früh losgelassen. Ja. Ja gut, ne? So mache ich das. Ja. Ja, so läuft das. Bei mir gibt's hier keine Gnade. Ist so. Wer mich angreift, wird kaputt gemacht. So. Gucken wir mal weiter. Wo ist dieser reiche Schnösel? Gerade vorhin war er instant bei dieser Tafel. Aber mal gucken, vielleicht ist er hier hinten irgendwo. Da waren wir nur noch gar nicht. Aber die Waffe, die finde ich schon cool. Macht ordentlich Damage. Die funktioniert schon ganz gut, ja, ja. Können wir sicher auch ganz cool die Tür ja mal kaputt machen. Hoho, Digga. Okay, aber du weißt auch nicht mehr, okay. Egal, dann verpissen wir uns wieder. Leider weiß auch nicht mehr. Ich fände dann solche paar Dinge so halt, dass man, ja... Natürlich auch wieder eine doofe Sache. Aber es wäre halt cool, wenn man schon noch ein bisschen mehr von der Welt haben könnte. Ja, jetzt, Mann. Ich will doch nur mit dir reden. Ich kam auch. Ich kam nach Amana, als das Nachtbereich Takatomi von Nobunga oder angegriffen wurde. Aber jetzt kann ich nicht mehr weg. Was mache ich jetzt nur? Den Weg durchs bewachte Tor freikämpfen? Warum liebst du nicht einfach hier? Unmöglich. Das Bewachte wird sehr gut bewacht. Da führt kein Weg drumherum. Ich hörte, dass jeder, der dabei erwischt wird, gekreuzigt wird. Ich stecke echt in der Bredouille. Oh, der Arme. Oh mein Gott! Digga! Hey, die sind plötzlich alle angepisst. Alter! Rastet der komplett aus, Alter. Warte mal ganz kurz, Bro, wir müssen ganz kurz unsere Waffe wechseln. Wir sind gerade aufgefallen, unsere Waffe ist gerade kaputt gegangen, du Arschgesicht, Alter. Ja, und dann tut's mir leid, dass du auch tot bist, aber... Ja gut, heute... Ja, wer bist du eigentlich hier drin? Ach, hier drin hockt der kackeitle Schnösel, ey. Okay, ein Okwa-Banditen. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir noch ganz kurz hier die getragenen Waffen. Und zwar hier mit bloßer Hand kämpfen. Jetzt dürfte uns auch keiner mehr stören dabei. Und jetzt hier. Ja und? Findest du das so witzig? Hm? Willst du Spaß haben? Ja, ich zeig dir, was Spaß ist. Findest du das witzig? Findest du das witzig? Hm? Alter. Ich schlag einfach durchgehen. Hey, bitte auf. Ist behindert, ne? Oh, ja, was ist jetzt? Oh, wieder umgefallen. Oh, du Armer. Ach, Digga, ich könnte dich gerade töten, ne? Ich habe halt wirklich Angst, dass ich den irgendwann umbringe, weil... Aber willst du mein Freund sein? Dreck, Alter. Du sollst mal die Fresse halten hier jetzt.
Ja, es soll ja auch wehtun. Soll ich mir mal die Fresse halten hier? Du eitler Schnösel. Ja, Entschuldigung. Das hoffe ich. Es tut dir leid. Das hoffe ich auch. Du kleiner Spacki, du Alter. Na, verpiss dich hier. Da hier? Hm? Alles gut? Ja, nie wieder mit... Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich, dass du das nie wieder machen wirst. Okay, Leute. Und somit haben wir das auch geschafft. Jetzt gehen wir mal hier zur Karte, zur Weltkarte und gehen wieder ganz kurz zum Schloss Minori. Das war zum Beispiel für mich, finde ich, eine coole Quest. Und die haben wir auch im Tagesablauf perfekt geschafft. Als wir am Morgen los sind, sind wir hier hin. Haben die Quest erledigt, sind ein bisschen rumgelaufen. Ich würde sagen, okay, wir machen noch ganz kurz Feuer. Warte mal, wir haben noch hier unsere Kampftechnik und alles hier ausgepackt. Wir sind noch voll in Angriffsstimmung, aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Mittlerweile kennen wir den Weg ja. Und dann holen wir uns erstmal unsere Belohnung ab. Danach werde ich das einfach abspeichern außerhalb der Aufnahme. Und dann sind wir auch schon bei 26 Minuten, naja, okay, wir werden sicherlich zu 30 Minuten kommen, das sind eigentlich ganz gechillte Aufnahmen, wenn sie nicht unbedingt über 30 Minuten kommen. Und dort oben dürfte er auch stehen, genau, da ist er, der Anführer des Ooka-Clans, dem wir beigetreten sind, finde ich eine coole Sache. Der Stolz des Ooka-Clans, Erfolg! Nice, wir haben 200 Yen erhalten, du bist der Beste, mach mich zu deinem Schüler, bitte. Alles klar. Okay, Clan war eins ein verbündeter Clan. Der Gedanke an die Vergangenheit lässt unser jetziges Leben so leer und sinnlos erscheinen. Aber vielleicht bist du ja in der Lage, das zu erreichen, was ich nie wirklich geschafft habe. Wahres Pflichtgefühl und echte Menschlichkeit mein eigen zu nennen. Ich will, dass das wenigstens dir gelingt. Okay. Ja gut, ich glaube, wir werden dann wieder eben schlafen müssen, damit wir das wieder hinkriegen. Bei der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen pennen, werden wir einen neuen Auftrag von ihm annehmen. Ich laufe jetzt einfach nur noch ganz kurz hier nach unten zu dem Speicherpunkt, weil es wäre ärgerlich, wenn wir das dann vergessen oder sonst was. Und jetzt, wo wir eben mal ein bisschen weitergekommen sind, latschen wir mal ganz schnell raus. Zu dem, wie heißt er denn? Unser guter Freund. Hier. Joiho, der immer mit seiner... Dings mit seiner Gitarre rumrennt. Und ja, du musst nur für mich speichern. Perfekt. Und ich würde sagen, für jede Aufnahme, wenn wir was abspeichern, nehmen wir einfach einen Save Point. Können wir so machen, oder? Leute. Dann nehmen wir diese Aufnahme wieder den 7. Genau. Gehen jetzt raus. Ja, Leute. Ich hoffe, hat dieses Let's Play mal gefallen. Wie gesagt, jetzt kommt langsam mal ein bisschen mehr Action rein. Es wird ein bisschen spannender. Das hat mir eben auch wirklich gefehlt. Ja, und hier haben wir unsere Kampfkunst hier. Hoi, ciao. Hoi. Alter, ja, okay. Wir sind krasse Samurai. Erstmal noch die Hände abgeschüttelt. Jo, wir sind beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tell me where it's